Willkommen zu Heroes 5. Sammel das Ding ein. Tu es. Tu es. Kyras der Zwergenkönige. Ah, 4 habe ich dazu geklickt. Das heißt, das ist genug. Ich kann in dieser Runde bauen. Yay! Ich kann aber leider nicht übers Wasser laufen. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Dann töte ich den Kerl jetzt. Die Map ist ziemlich klein. Letzte Mission hier, eine Mini-Mission. So. Ich darf das bauen. Yehi. Und weiter. Also, Blau macht nichts, bis ich seine Tochter aus dem Kerker rausgenommen habe. Woche der Macht. Dann erhöht sich der nicht-magische Schaden um 50%. Das klingt ja mächtig. Wow. Ach, ach, ach. Ach, toll. Er kann ihn nirgendwo hin. Sehr klasse. Und nach vorne mit dir. Und vorwärts. Ich hätte den Schlägenschild, sonst macht er sein Zauber jetzt so und dann boom, trifft er beide damit. Aber er macht lieber Spells und zwar auf den hier. Boom. Autsch, das hat wehgetan. Das war nicht nett von dir. Mach mal Fluch der Unterwelt. Wie viel mal Schaden macht Fluch der Unterwelt? Also, beziehungsweise, was zeigt er an? 328, das könnte einiges töten. Boom. Genauso hatte ich das erwartet. Ja, ja. Makal gewinnt den Kampf. Nicht seine Kreaturen, sondern Makal selbst. Vier Lichter. Ah, ich krieg endlich wieder Werkzeuge dazu. Ach, das ist schon die Grenze der Map. Hö. Okay, dann senden wir jetzt schon auch schon wieder hier hin. Ah, das Quecksilber-Ding da. Da gibt's Quecksilber. Das Ding brauche ich. Das muss ich erobern. So. Dann baue ich jetzt einfach, was ich bauen kann. Magiergilde. Hier kann ich das Goldding nicht weiter upgraden, oder? Nee, weil das nur eins pro Spieler geht. Blauer Spieler. Oh, Orange? Seit wann gibt's denn Orange? Orange Kuhn. Muss ich vielleicht meinen Makal dahin bewegen, weil das eine fette Armee ist? Normal, Gefahr normal. Das könnte selbst sie überstehen. Aussichtslos. Also wenn ich die Einheit wieder in ihre Armee transferiere. Verschiebe. Ach, ich könnte neue Einheiten kaufen. Sollte ich wohl machen, richtig? Wenn ich keinen Bock habe. Ich warte noch, bis da Drachen sind. So. Ja, da kommt er angerannt. Schlechte Nachrichten. Gurdiks Truppen haben unseren Bergwerk besetzt. Wir müssen sie vernichten und das Bergwerk zurückholen. Willst du mich verarschen? Der cheatet! Der sagt cheatet! Du Cheater! Du hässliches Stück! Der cheatet sich Einheiten in mein Bergwerk rein. Der Sack. Das ist ein Mann und der Mann. Puh! Gottlieb! Dafür schlachte ich dich ab. Er cheatet Einheiten in mein Bergwerk. Alter! Was ist das für ein Freak? Hässliches Kind. Cheatet der Einheiten in mein Bergwerk? Ich glaub's ja wohl nicht. Puh! Machen wir irgendeinen tollen Zauber. Zornesfaust. Wie viel Schaden macht das? 340. Erledige ich ein paar mehr als ein normaler Angriff. Boom. Oh ja, jetzt die Zombies. Er erledigt wahrscheinlich die. Oh, nur drei davon. Ich dachte, er würde alle fünf erledigen. Naja, wenn er nicht will, dann will er eben nicht. Sollen wir ihm gönnen, was er nicht will? Sein Nicht-Wollen lassen wir ihm. Und wir kriegen 55 neue dazu. Okay, jetzt. Bum, 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 bum. So, ich könnte die neue Einheiten kaufen auch. Erstmal schieben wir das hier rüber und gucken, was. Achso, warte, das ist jetzt wichtig, dass sie das und das hat. So, wenn ich den jetzt angreife, sagt er Gefahr hoch. Wenn er mich angreift, wenn ich Burgmauern drumrum ziehe. So. Er wird gleich angreifen. Und ich hoffe, dass ich es überlebe. Ich kann in meiner Stadt im Moment gar nichts bauen. Oh! Er rennt vorbei. Nein.
Doch, er greift an. Ich dachte, er ist gerade vorbei. Er ist erst eine kleine Kurve gerannt. Jetzt habe ich immerhin drei Türme, die schießen. Nein, nicht zusammenstehen. Ihr müsst getrennt stehen. Denn sonst haut er einen Feuerball rein und das Game ist over. You understand what I'm saying? Over. Like, over, over. So. Ach gut, das ist heile geblieben. So. Denn meine Turmgeschütze hier, die werden das... Oh, und meine Balliste. Die beiden werden den Kampf für mich wenden. Balliste und Geschütze, ja. Damit gewinne ich den Kampf. Yo, yo, yo. Schön, schön, schön. Den stelle ich mal hier hin. Nicht aufmachen. Genau. Irgendwer verletzt? Wer wurde angegriffen? Oh, achso, ich kann den Dingens von ihm nehmen. Hauen wir auf die Fernkämpfer. Boom! Wenn er keine Fernkämpfer mehr hat, hat er nur noch seinen Magierkeller. Der kann auch ordentlich Schaden sein. Der könnte auch ordentlich Schaden reinhauen. Aber... Oh, wow, wow, wow. Macht er auch. Der haut ordentlich Schaden rein. Aber so viele Einheiten hat er auch nicht mehr. Ah, ich kann nicht angreifen. Nicht mit den paar Einheiten. Ich muss einfach darauf hoffen, dass das alles jetzt stirbt, bevor er den Rest von meinen Einheiten erledigt. Ah, die Balliste ist mein größter Vorteil. Ach, mit allen Verteidigen hier am besten. Mit einer Heldin kann ich natürlich auch noch angreifen. Das macht auch sehr guten Schaden. Und dadurch gewinne ich den Kampf dann. Boah, er hat noch eine Gruppe Einheiten erledigt. Ich hab noch drei Zauber von ihm und ich bin Game Over. Obwohl, die könnten, wenn die verteidigen, auch zwei Angriffe noch aushalten. Erste Hilfe zählt. Natürlich kann man Einheiten heilen. Achso, die sind gar nicht alle gestorben. Wuhu! Dann schaffe ich es ja sogar noch. Ah, sehr schön, sehr schön. Tja. Dann sage ich mal, danke für die Erfahrung und so. Und tschüss. Naja, noch nicht. Ah, mit dem Luck war es dann doch schon. Ja, ja, ja. Welches Level war der Kerl? Ah, jetzt sehe ich es nicht mehr. Das fällt mir natürlich immer ein, rechtzeitig zu gucken. 4000 Erfahrung. Ist nicht so epic. Ja, schön. Schön, schön. Und jetzt... Naja, die paar Einheiten dürfen auch wegrennen, wenn sie Bock drauf haben. Was kann man hier eigentlich machen? Übrigens, ach so, ja. Nee, uninteressant. Dann war das Moralding. Und Erfahrung. Hui. Und Skelette. Hui. Und Gold. Hui. Und nichts weiter. Ich brauche zuerst mehr Quecksilber, bevor ich bauen kann. Deswegen stürze ich mich jetzt auf die Quecksilbermine. Ah, ich glaube, Magier-Gilde-Dingens kann ich im Moment bauen. In der Stadt. Das einzige wahrscheinlich. Beweg dich nach vorwärts. Boom. Böse. Das war... Oh, der erledigt gar keinen. Dann wird es Zeit für einen Fluch der Unterwelt. Bevor die anderen auch noch ihre Zauber ablassen. Oh, die überleben. Ich hätte gedacht, die würden alle sterben. Halten mehr aus, als ich erwartet hatte. Ihr seid viel besser, als ich jemals zu befürchten gehofft hatte. Macht gar keinen Schaden. Alle Einheiten, die macht gar keinen Schaden. Das macht keinen Spaß, keinen Schaden. Zwar gegen solche Fernkampfmagier. Die sollten so viel nicht aushalten. Batsch. Und der Batsch. Der erledigt nicht mal drei. Ja. Gab die Chance, dass er nicht mal drei erledigt. Das ist das, was so scheiße daran ist. Das sind nicht mal Todesliche. Mann, 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 Mann. Was kriege ich dafür? Ah, 15 Todesliche. Und dafür schmeißen wir die Skelette raus. Wollte ich tun, dass ich die entlassen. Ja. Will ich. Natürlich habe ich nicht genug Zeug da. Oh, falsche Taste. So, teilen. Zwei geht, glaube ich, noch. Ich sag's, zwei gehen noch. Ah. Daneben noch eine. So,
Meister. Und Jin. Jin, 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 Jin. Hier endet ein Part.